Ich sehe mich nicht als Aussteiger, eher als Aufsteiger. Vor 2 Jahren bin ich aus meiner Mietwohnung ausgezogen, habe meine feste Arbeitsstelle gekündigt und beschlossen, in meinem Bus zu leben. Ich wollte mehr Freiheit, mehr entdecken, aus meinem Alltag und den gleichen 4 Wänden fliehen und etwas Neues wagen. Weggehen und meine Suche nicht länger vor mir herzuschieben. Suche? Ja, nach einem Ort, Inspiration, Leben, mal die Stille zu spüren, den ein oder anderen Spot zum Scannen, aber vor allem mich, meinen Weg, mein Ankommen. Mit dabei habe ich das Nötigste und für mich das Wichtigste, meine Instrumente und mein Skateboard. Logisch muss ich auch arbeiten, ich brauche ja Kohle. Nämlich die Arbeit, die sich gerade anbietet. Irgendwann kann ich wieder weiterziehen. Du triffst auf Menschen und ihre Geschichten. Man hört zu, teilt, nimmt neue Gedanken und Denkanstöße mit für seinen Weg, die einen selbst weiterbringen. Und jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. The most important thing in life. If I can see someone who's feeling down and I can say something and it can make them laugh, and for that mini second of their life, I've made them happy. Irgendwann folge ich wieder meinem Weg, fahre unbekannte Straßen, entdecke Landschaften, neue Melodien, schreibe ein Gedicht und träume mich in das Ferne. Weit weg von so vielem, aber Distanz und Sehnsucht gehen oft Hand in Hand. Dann skate ich an einfachen Gegenständen, untermale den Klang der Natur, genieße den Ausblick aus meinem Bus und stelle oft fest, wie wenig man braucht, um zufrieden zu sein. Day by day, dreaming away, living a life I never would have, escaped from habit before it's too late. I'm changing my track, I cannot wait. Now it is time, depart to a ride. Going my way. Die Dialoge beschränken sich oft auf meine Instrumente und mein Skateboard, welche allerdings nicht immer gesprächsbereit sind. And I don't want you, don't need you. So fuck off. Fuck. Zwei gebrochene Rippen und ich habe Zeit. Noch mehr Zeit. Und dann führt kein Weg an dir selbst vorbei. Du denkst nach, fühlst, erinnerst dich. Es ist wie eine Art Aufwachen und dir wird bewusst, was und wer dir wichtig ist. Dich ausmacht. Dann wirst du dankbar für das und wen du haben darfst. Und kommst an. Ich renne nicht davon, aber laufe auch nicht mit. Ich gehe nur meinen Weg, abgeschottet von der Welt, aber mitten im Leben. Und was ich hinterlasse? Den Abdruck meiner Reifen. Mal auch eine Inspiration. Depart to arrive. Dies hat das Ehepaar als Inspiration und Tattoo verwendet und sind nun auf Weltreise. Klar, es ist nicht immer bequem,
aber das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, etwas zu wagen, sich einfach fallen und treiben lassen, ohne zu wissen, was kommt. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, aber bestimmt auch nicht der Letzte. Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages und für den Augenblick kommen wir an.